So, weiter mit der nächsten Kiste. Ein etwas größeres Gerät, wie man sehen kann. Ursprünglich eine VE Super UFOs von Weco. Gibt sich viel zu sagen. Oben ein paar schicke chinesische Schriftzeichen. Der Einfachheit halber habe ich schon wieder den ersten Gegenstand ausgepackt. Die Erzengel von Blackbox, eine Neuheit dieses Jahr. Laut den Videos macht das Teil ordentlich was her. Ich finde ein sehr, sehr schöner Karton, der hier leider etwas mitgenommen ist. Ich denke mal aber, dass ich ihn trotzdem aufheben werde. 25 Schuss, Kaliber 30 mm, 22 Sekunden Effektdauer. Den Effekt könnt ihr ja selbst lesen. Entschuldigung. 25 Meter empfohlener Abstand, naja, ist ja 8 Meter sind ausreichend. Hinten nochmal. Ich finde eine sehr schöne Anleitung von Blackbox, auch wenn Normalzündler wahrscheinlich nie damit in Kontakt kommen. NEM sind 393 Gramm. Warmblume ist hier zu sehen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Hier haben wir auch schon das Teil. Ein wirklich großes, schweres Gerät. Mir gefällt das Design sehr, sehr gut. Oben nochmal das Blackbox-Logo zu sehen. Der Rückseite sieht genauso aus. Standfuß ist etwas klein, aber gut. Hier nochmal die Anleitung aufgedrückt. Die Ersatzzündschnur und die Hauptzündschnur. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Absolut hammergeiles Teil. Hoffentlich, wenn sie hält, was sie verspricht. Dann hier drin nur noch zwei Batterien. Einmal das Pyroshow-Pack 1.3 von Heron, Professional Edition, sehr sehr schlicht gehalten, ist ja an sich auch für den Profimarkt gedacht. Die Anleitung auf Holländisch und hier hinten nochmal auf Deutsch. 470 Gramm NEM. Bestimmt sehr schön. Hier die Effektbeschreibung. Bin auf jeden Fall gespannt. Was ich interessant finde, dass Heron sogar 40 Meter Sicherheitsabstand vorschlägt. Das ist dann, finde ich, doch etwas übertrieben. Aber gut. Weiter mit dem zweiten Pyroshow Pack. Dem 1.18. Hier der Effekt. Ebenfalls 470 Gramm. Ja, damit ist die Kiste auch leer. Freut euch auf die nächste. Wir sehen uns. Bis dann.